Gucken und die aufdrehen, ne? Und die Rock'n'Roll und so, ne? Mach mal ein Ding! Was halten Sie denn von Leuten, die die DDR verherrlichen, von Nostalgie, von Leuten, die die Mauern sich zurückwünschen? Gibt es ja noch viele. Ich glaube, das sind oftmals Leute auch, die damals auch geile Partys hatten, auch schöne Zeiten, ihre erste große Liebe hatten, irgendwie alles sowas und sagen, ne, da hatten wir auch unsere schönen Zeiten, wir haben uns da irgendwie eingerichtet und so, ne, ja, ne, aber das war deren klitzekleine Welt und so, das Ganze drumherum und so, ja, wenn Leute sagen, wir wünschen uns die DDR so und bauen sogar die Mauer da wieder hin, das ist natürlich so hirnrissig, das kann überhaupt nicht ernst sein, ne, ja. Ey Leute, es ist so geil hier zu sein. Ich bin total gerne in Berlin, wahnsinnig gerne hier in diesem Theater. Aber ich habe hier früher mal hier nebenan gewohnt. Hier Potsdamer Platz war da gar nichts und so, stand diese scheiß Mauer. Die Leute wussten immer nicht so genau, soll man da Stabhochsprung machen, über die Mauer darüber oder was ist da eigentlich los und so. Und viele junge Leute, also noch jünger als ich, die haben mich dann gefragt, was war da eigentlich früher los, wenn die ganze Panik da, DDR und so, ne? Können wir das nicht auch mal sehen? Und deswegen wurde ihr alle eingeladen heute. Geil, dass ihr hier seid und dass ihr so geil abgegangen seid. Ja, Temperament! Ich habe mich oft gelangweilt, gerade wenn es um Geschichte ging. Dabei ist Geschichte wahnsinnig Spannendes und auch unsere eigene und das Schicksal auch dieser Stadt und der bunten Republik Deutschland ist natürlich eine wahnsinnig spannende Sache und so. Und auch wenn man weiß, wo man herkommt, kann man noch pfiffiger und noch bewusster in die Zukunft gehen. Ne? Aber nur Jahreszahlen und so, wie das damals uns vermittelt wurde, das ist natürlich eine graue Vorzeit und so. Ne? Ja? Das war zum Gähnen langweilig. Wir sind möglichst schneller wieder abgehauen aus der Schule und so. Ne? Ja? Wenn das aber in Form von so einem Rock'n'Roll-Ding da auf die Bühne gebracht wird, ne? Und die Leute sehen das, also diese echte Story, Mädchen aus Berlin, ist eine echte Story. Vor allem habe ich gelernt, dass ganz viele Menschen getrennt wurden und das auch sehr schmerzhaft war für sie und dass da auch ganz viele Gefühle hinterstecken und dass, wenn man was erreichen will, dann schafft man das auch wirklich. Diese Unterrichtsbroschüre gibt es ab heute, 50 Jahre nach dem Bau der Mauer, für eure Lehrer quasi als Unterrichtsmaterial. Und Udo Lindenberg. Genau. Leise Info, eine kleine Info für die, die das ein bisschen genauer wissen wollten. Weil die dachten, ja, Honecker war eine Knackwurstfirma. Ja, und die haben gedacht, DDR war irgendein Insektenspraymittel oder so, ne? Also viele wussten wirklich nicht so genau, die haben auch von dieser Mauer irgendwas gehört. Aber dahinter, der ganze Horror mit Stasi-Stress und so. Also auf dem Weg zur bunten Republik Deutschland hin, da wussten viele nicht so genau und wollten es aber wissen. Ja? Genau. Die haben uns auf die Idee gebracht, das hier zu machen. Wir möchten heute natürlich diese Broschüre offiziell an die Stadt Berlin übergeben. Und ich würde sagen, das machst du gleich, Josephine. Aber wenn wir was übergeben wollen, muss auch jemand kommen, dem wir das übergeben können. Wir begrüßen unseren ersten regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit. Auch ein Panikrocker! Auch Panikrocker, ja? Panikrocker. Willkommen! Unterrichtsmaterialien klingt ja ganz komisch, ne? Aber nicht alle sind so fit jetzt nach dem Musical, dass die so ein bisschen eine Vorstellung haben, wie war es damals zu DDR-Zeiten und warum ist es so wichtig, Diktaturen zu bekämpfen, egal wo sie stattfinden auf der Welt. Und selbst wenn wir in Deutschland die Mauer überwunden haben, es gibt leider noch sehr viele Mauern in unserer Welt und wir müssen überall die Mauern überwinden. Die Mauern, die aus Stein sind und die Mauern aus Köpfen.
Aber es gibt ja auch viele Westdeutsche, die noch Vorteile gegenüber ostdeutschen Bürgern haben, ne? Also dass die irgendwie von der Mentalität anders sind und so. Kennen Sie das auch? Also hatten Sie eventuell auch mal Vorteile gegenüber Ostdeutschen oder kennen Sie Leute, die diese haben? Gerade, dass die Mentalität oder dass die Stilistik mancher Menschen nach 40 Jahren SED und so, ne? Ja, ein bisschen anders. Das ist eigentlich ganz logisch und so, ne? Ja? Und dass Leute sich auch ganz anders untereinander arrangieren mussten und so. Also nicht so diese Feiterei wie im Wilden Westen und so, ne? Ja? Sondern doch viel Solidarität, sehr viel Freundschaft und so in der damaligen DDR und so. Und das merkst du heute noch und das ist auch gut, dass man das merkt. Und dass sie ein bisschen anders sind, ist gerade interessant. Und dieses sich kennenlernen, ja? Und diese beiden Mentalitäten und Stilistiken zusammenzulegen, daraus erwächst eine gemeinsame neue Power, ne, finde ich, für ein wunderbares Land, die Bunte Republik, ja, die wir immer naja, so empfehlen, ne, dass alle Kulturen und alle Religionen und alle können sich hier in friedlichem Miteinander, natürlich im Miteinander, im Dialog, ne? Nicht in Isolierstationen und so, ne? Sich öffnen für die anderen, das als Bereicherung empfinden und so, ja? Und erleben und dann daraus wirklich eine Stadt bauen, ja? Die Build the City on Rock'n'Roll, ne? Ja? Eine geile Stadt, wo eigentlich die ganze Welt hinkommen möchte und gucken möchte, was ist das für eine geile Stadt geworden, ja? Tschüssi.